Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute wieder einen XXL Fashion Haul für euch. Ich werde euch die Klamotten auch angezogen zeigen. Ich war wieder online shoppen bei Zalando, ASOS und Mango. Und es ist ein bisschen ausgeartet. Deswegen würde ich mal sagen, ich fange auch schon sofort mit Zalando an und verliere nicht länger Zeit. Denn wie gesagt, das Video wird lang. Ich habe einen neuen Bademantel gebraucht und habe mir einen von der Eigenmarke Zalando gekauft. Fühlt sich echt ganz gut an. Der geht auch gar nicht, ich glaube, der geht mir bis zu den Knien und ist rosa. Deswegen habe ich ihn mir gekauft und der ist super weich und kuschelig. Ich habe ihn hier in der Größe S. Und wie gesagt, ich glaube, der geht bis zu den Knien bei mir. Dann mache ich weiter mit meiner neuen Mom Jeans. Und das ist auf jeden Fall eine meiner Lieblingsjeans. Die war übrigens im Sale und ist von der Marke Even and Odd, glaube ich, heißt die. Und hat eine wunderschöne Waschung. Das ist so ein schönes, ich habe sie schon angehabt, deswegen ist der Hosenstall hier noch offen. Ich finde die Waschung wirklich sehr, sehr schön. Die ist mega high-waist. Ich war auf jeden Fall sehr lange auf der Suche nach einer Mom-Jeans, die halt wirklich etwas breiter ist, oben aber schmal und sehr weit hoch geht. Und ich habe die endlich gefunden. Und auch noch im Sale. Also besser geht's gar nicht. Ich habe sie wirklich, seitdem ich sie habe, schon zwei, dreimal angezogen. Und die habe ich erst seit einer Woche. Also wirklich oft. Ich habe sie übrigens in der Größe 26. Ich glaube, das ist die deutsche 36. Und 25 gibt es auch, das ist 34. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, aber ich passe auf jeden Fall in keine 25 mehr, Leute. Sehr traurig, aber wahr. Deswegen muss es jetzt eine 26 sein. Aber das ist wurscht, denn sie passt wirklich so, so gut. Und ich werde sie euch unten in der Infobox verlinken. Also schaut mal, ob ihr sie noch bekommen könnt, wenn ihr auch eine Mom Jeans haben wollt. Denn die ist echt perfekt von der Waschung, Größe und wie sie sitzt. Auch im Sale war diese süße Mintonberry Bluse. Die hat so goldene Details und so schöne Ärmeln. Die ist hier so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann. Auf jeden Fall wird sie hier ein bisschen weiter. Ich habe sie zum Beispiel zu der Mom Jeans angezogen und es sah so schön aus. Ich habe mich wirklich in die Bluse verliebt und wie gesagt, die kann man zu allem anziehen und die sitzt so schön. Die hat nicht so ein weites Dekolleté, also genau richtig und ich finde diese goldenen Details sehr schön. Auch die Ärmel, dass es so ein bisschen hier weiter ist. Und ja, die ist wie gesagt im Sale, also schaut mal vorbei, ob ihr sie noch bekommen könnt. Ich habe sie in der Größe 36. Bei Blusen nehme ich meistens die 36 und keine 34, weil es ein bisschen weiter sitzt und ich das schöner finde. Dann geht es auch schon weiter mit einer weiteren Mom Jeans von Topshop. Und zwar schaut die eigentlich ganz normal aus. Aber das Besondere sind diese Steinchen hier unten. Das ist so, so schön. Leider passe ich nicht in dieser Jeans rein und werde sie zurückschicken. Aber ich wollte sie euch trotzdem zeigen, weil ich sie mir in einer Größe größer bestellt habe. Wie ich schon vorhin gesagt habe, passe ich leider in keine 25 mehr. Ich glaube, das ist die deutsche 34. Ja, ich freue mich jetzt schon auf meine 26 und Länge ist 30 übrigens. Ich hoffe, die passt dann aber auch. Ich kaufe sie mir eigentlich immer in 25, weil die Topshop-Hosen so dehnbar sind. Zumindest meine schwarze High-Waist, aber bei der ist das halt echt nicht der Fall gewesen. Ich bin zwar reingekommen, aber sehr schwer. Das Ausziehen der Hose war übrigens noch schwerer als wie das Anziehen. Also ich hatte echt zu kämpfen, deswegen habe ich sie mir jetzt in der 26 bestellt. Ich hoffe, sie passt, aber ich wollte sie euch wie gesagt zeigen, weil es eine so, so schöne und besondere Jeans ist, finde ich. Und ja, die habe ich auch über Zalando bestellt. Dann mache ich weiter mit einer süßen Bluse von Miss Selfridge. Die hat hier oben an der Schulter so weiße Stickereien, dann so Rüschen. Die Ärmel sind aber ganz normal. Die ist auch hier oben ganz zu und ja, ich weiß nicht, ich habe dich echt sofort in die Bluse verliebt, als ich es an dem Model gesehen habe. Die schaut wirklich so, so schön aus. Die Farbe gefällt mir. Das sind übrigens so Linien, also das ist nicht einfarbig. Und hier sieht man auch die Schulter, also das ist so eine Art Off-Schulter, aber nicht ganz Off-Schulter. Und ja, ich finde, das ist eine sehr besondere Bluse. Die Farbe hat mir gefallen, die Stickereien haben mir gefallen und freue mich, sie schon anzuziehen. Dann habe ich mich auch sofort in diese süße Bluse von River Island verliebt. Ja, und die Bluse hat sozusagen zwei Schichten, also hier bis zur Unterbrust und die geht auf jeden Fall schon ein bisschen länger. Die sitzt wirklich sehr, sehr schön. Allerdings fallen mir die Träger manchmal so runter,
weil die nicht so eng genäht wurde hier oben. Ich muss mir leider überlegen, ob ich das behalte, aber ich finde das so, so schön, dass ich eigentlich auf jeden Fall das behalten will. Aber wenn die Träger runterfallen, schaut es eigentlich auch ganz süß aus, weil die Schleife dann hier an der Schulter ist. Vielleicht kann ich hier das enger nähen, damit die Träger nicht andauernd runterfallen. Weil, wie gesagt, ich finde die Bluse so, so schön. Ich würde diese Shirt zum Beispiel mit einer Jeans kombinieren und rote Schuhe und eine roten Tasche. Dann habe ich mir noch diese wunderschönen Schürchen gekauft, die so hinten so einen Gummizug haben. Und die sind wirklich so, so bequem. Das sind Steve Madden Schuhe. Der Blockabsatz ist auch sehr cool. Das heißt, man kann lange mit denen rumlaufen und die Füße tun nicht super weh. Vor allem, weil die hinten so einen Gummizug haben und nicht ganz zu sind. Wisst ihr, was ich meine? Also da bekommt man, finde ich, weniger Blasen an den Füßen. Und das ist auch, glaube ich, echtes Leder. Ja, doch, da bin ich mir sogar fast ziemlich sicher. Die gehören auf jeden Fall schon zu meinen Lieblingen, einfach weil die schön sind, bequem sind und die ich öfter anziehen kann und nicht nur einfach zu Hause im Schrank habe und die schön sind und wo ich die nur anziehen kann oder auf bestimmten Events anziehen kann. Dann komme ich schon zu dem nächsten Schuhpaar. Und zwar sind das hier so schöne Sandaletten Nude. Und die haben auch so einen schönen Blockabsatz, das heißt, die sind bequemer. Die sind, glaube ich, nicht super, super bequem, das heißt, ich kann nicht den ganzen Tag rumlaufen damit, weil ich glaube, das auf jeden Fall hoch ist, ne, und mein Fuß dann wehtut. Und die haben hier so einen schönen Detail, so ein Flechtdetail hier vorne. Und die Farbe passt wirklich sehr, sehr gut zu meinem Hautton. Das heißt, das sind richtige Nude-Schuhe bei mir. Und solche Schuhe muss man einfach haben. Die kann man halt immer anziehen, weil es halt Nude-Schuhe sind. Und die sind aber auf jeden Fall auch bequem, muss ich sagen. Ich hatte die jetzt zwar nicht so eine lange Zeit an, aber trotzdem waren die einigermaßen bequem, weil das hier auch nicht zu fest ist. Und man hat hier ein bisschen Stabilität durch diesen, kleinen Gurt sozusagen. Wie ihr merkt, bin ich heute super, was das Erklären angeht. Also ich weiß auch gerade nicht, was mit mir los ist, aber mein Kopf ist gerade leer. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Das sind sehr schöne Schuhe und die Farbe gefällt mir sehr gut. Außerdem haben die, glaube ich, nicht super viel gekostet. Dann habe ich hier noch ein letztes Schuhpaar. Das habe ich auch zum Schluss mir extra aufgehoben, weil es sind mal außergewöhnlichere Schuhe, würde ich mal sagen. Das sind hier diese süßen roten Schlappen mit so Details hier vorne, so, wie nennt man das denn? Volant? Ist das Volant? Glaube ich schon. Es fühlt sich auch sehr weich an. Die sind von Topshop. Ich habe die auch schon angehabt. Die sehen wirklich sehr süß aus zu einer Jeans und ich habe noch eine passende rote Tasche gekauft. Die habe ich aber von ASOS gekauft. Die zeige ich euch später. Und das sah wirklich so, so gut aus. Ich kann euch ja mal das Outfit einblenden. Das Einzige, was ich doof finde, ist, dass sie halt meine Füße sehr breit machen, weil ich habe eh schon ein bisschen breitere Füße. Die machen sie halt irgendwie noch breiter. Trotzdem finde ich, das sind coole Schuhe, außergewöhnlich und ich hatte noch keine roten Schuhe. Okay, Leute, seid ihr bereit für diese Tasche? Und das ist sie auch schon. Tada! Oh mein Gott, ist sie nicht einfach nur wunderschön, Leute. Ich liebe alles an ihr. Es ist kein echtes Wildleder, aber es fühlt sich wirklich so an. Ich musste sogar nochmal in die Produktbeschreibung reingehen und gucken, ob das nicht echtes Wildleder ist. Ist es aber nicht. Es schaut aber, finde ich, sehr, sehr hochwertig aus. Und das Schönste an dieser Tasche, finde ich, sind diese Träger. Und die Tasche kann man halt einfach so anziehen, über die Schulter oder einfach Crossbody. Und die geht auch sehr gut. Also die ist nicht so lang und nicht so kurz. Aber am liebsten trage ich sie halt so oder über die Schulter. Und ja, ich weiß nicht. Das ist einfach wirklich meine neue Lieblingstasche. Und die Farbe ist natürlich auch sehr, sehr schön. Und zu dieser Tasche habe ich sogar die passenden Schuhe zu Hause gehabt, die auch relativ neu waren von Mango. Das sind diese süßen Schlappen. Beziehungsweise sind es gar keine Schlappen mehr, weil die ja einen eher höheren Blockabsatz haben. Die sind übrigens auch super, super bequem. Ich bin so ein Matchy-Match-Girl, ne? Es muss alles Ton in Ton sein. Und wenn ihr eine Tasche und Schuhe habt in dem gleichen Ton, dann könnt ihr eigentlich dazu alles kombinieren. Ob es ein Kleid ist oder eine Jeans mit einer weißen Bluse oder was auch immer. Ich bin so glücklich über, vor allem über diese Tasche, wirklich. Das ist wirklich meine neue Lieblingstasche. Als sie angekommen ist, habe ich sie mir nur so über die Türe gehängt. Und habe sie die ganze Zeit nur angestarrt, weil sie einfach so schön ist. Bin totaler... Ich weiß nicht, ob ich eher ein Taschen- oder ein
Schuhmädchen bin, aber ich würde sogar fast sagen Tasche, weil ich immer auf der Suche nach der perfekten Tasche bin, die jetzt keine Designertasche ist, ne? Weil da finde ich ja sofort eine, die mir gefällt, aber ich finde für diesen Preis, oh Gott, ich habe das Wichtigste vergessen zu sagen, die ist im Sale, Leute, ich habe sie für 80 Euro gekauft. Für 80, 85 Euro und die ist jetzt einfach mal auf 60 Euro reduziert worden. Ich hoffe, ihr bekommt die noch, wenn ihr sie schön findet. Aber ich sag's euch, die ist das so wert, vor allem für den Preis. Da findet man nicht in der Qualität und in dem, ich weiß nicht, da gefällt mir wirklich einfach alles an ihr. Also findet man selten, kann ich euch sagen. Ich bin immer auf der Suche, wie gesagt, nach neuen Taschen und für diesen Preis ist es die Tasche wirklich so, so wert und die Größe ist auch einfach nur perfekt. Einfach alles ist perfekt. Und die hat hier auch zwei Fächer. Genau, also viel Platz ist da auch noch. Und ja, ich kann gar nicht aufhören, über die Tasche zu reden. Aber das muss ich jetzt, weil ich jetzt mit ASOS weitermache. Mir fällt gerade auf, dass ich einfach mal drei Jeans bestellt habe. Jeanshosen. Und das ist schon die dritte, aber auch letzte von diesem Haul. Und zwar ist die von ASOS. Sehr high waist, passt auch so, so gut. Und die hat hier so an den Knien so einen Riss bei beiden. Und da gefällt mir auch auf jeden Fall das hier ganz unten hier ganz gut, dieses Detail. Die ist ein bisschen dunkler und hat hier so Fäden raushängen. Und ja, was kann ich sagen? Die sitzt wirklich sehr, sehr gut. Und das ist einfach so eine tolle Waschung. Ich liebe die ASOS Jeans. Also von Topshop und ASOS und Mango, muss ich sagen, sind die wirklich die besten. Und die hat auch, glaube ich, 46 Euro gekostet. Ist auf jeden Fall günstiger als wie bei Topshop. Und Mango liegt, glaube ich, auch in dem Preis. Also wenn ihr eine gute Jeans braucht, dann schaut da auf jeden Fall vorbei. Das habe ich euch auch unten verlinkt. Und das ist auch ein sehr, sehr weicher Stoff. Das liebe ich hier an Jeans, weil die ja auch bequem sein muss, ne? Von ASOS habe ich mir dann noch dieses Boho-T-Shirt gekauft. Da steht Feminist drauf. Das liebe ich ja. Ich war lange auf der Suche nach so einem Shirt, wo Feminist drauf steht. Einfach, weil das ein sehr cooles Statement ist. Und ich das auch sehr oft auf Social, also auf Instagram und so gesehen habe und das sehr cool fand. Bei diesem T-Shirt ist es eigentlich ein T-Shirt-Kleid. Und da habe ich mir überlegt, das vielleicht abzuschneiden, einfach so einen Destroyed-Look dann hinzubekommen oder es halt einfach irgendwo reinzustecken. Das passt auch. Ich habe das vor, mit so einem Lederrock anzuziehen und so Sportschuhe. Ich glaube, das schaut wirklich sehr cool aus. Und es hat auch gar nicht so viel gekostet. Ich glaube, um die 18 Euro. Da ich bald in den Urlaub fliege und wirklich super wenige Bikinis habe, habe ich mir diesen hier gekauft. Ich finde ihn so, so süß. Und die Farbe ist einfach so schön. Das ist so ein schönes Blush. Und hat hier unten so Röschen. Und das sitzt wirklich sehr gut. Diese Röschen gehen übrigens auch bis nach hinten. Also wenn man das zu hat. Ich muss aber allerdings sagen, dass die ASOS Bikinis ein bisschen teuer sind. Ups, das ist gar kein ASOS Bikini. Also ich habe es von ASOS gekauft. Über ASOS ist aber die Marke Lost Ink. Schon allein das Oberteil hat, glaube ich, 35 Euro gekostet. Ich hoffe, ich habe es richtig noch im Kopf. Aber da ich den Schnitt und die Farbe so toll fand, habe ich es jetzt einfach mal gekauft. Natürlich habe ich mir noch passenderweise das Unterteil, das Höschen dazu gekauft. Das Bikini-Höschen. Huch. Und das hat hier an den Seiten so die gleichen Details, diese Röschen-Details wie in einem Oberteil. Gott sei Dank ist das nicht über das ganze Höschen hier, weil sonst finde ich, das macht einen noch dicker. Genau, also das ist wirklich ein sehr schöner Bikini. Von ASOS habe ich mir noch diese süßen Schuhe gekauft. Die sind niedrig und haben diese Spitzendetails, was die Schuhe besonders machen, diesen spitz zu laufen. Ich mag das eher ganz gern bei ja, Schuhen. Ich glaube, das hat man auch gesehen. Ich weiß aber leider nur noch nicht, ob die bequem sind. Das muss ich halt einfach jetzt herausfinden. Aber ansonsten finde ich die wirklich sehr schön. Und ich brauche auf jeden Fall ein paar niedrige Schuhe, nicht nur hohe, weil ich ja auch irgendwas mal für den Alltag brauche, ne? Und nicht jeden Tag mit hohen Schuhen rumlaufen kann. So gern ich das wollen würde, aber das ist leider nicht möglich. Ich werde aber auf jeden Fall noch weiter nach niedrigen Schuhen schauen, falls die hier nicht so bequem sind. Jetzt kommen wir zu den letzten zwei Taschen von ASOS. Da habe ich mir so ein geiles Chanel-Tube gekauft. Ich trage eigentlich ungern so
ja super nachgemachte Designer-Sachen. Aber wenn mir was gefällt, dann ist es mir wurscht. Das Einzige ist bei der Tasche, was blöd ist, dass die Träger, wenn man die Crossbody anhat, sehr, sehr lang ist. Also so super doof ausschaut. Und so über die Schulter wäre das auch mega lang. Was ich aber gemacht habe, ist diese Träger einmal hier so, wie nennt man das, zu verstecken einfach. Und wenn man die Tasche zu hat, dann ist die kürzer, tada. Und die sieht halt dann so auf jeden Fall besser aus über der Schulter. Wenn man sie über Crossbody hat, dann ist es zu kurz, weil das halt genau unter der Brust. Ja, die Farbe ist wirklich sehr, sehr schön und die gibt es auch in schwarz. Ach, und das Beste an der Tasche ist, dass sie nur 20 oder 21 Euro gekostet hat. Das ist wirklich sehr günstig. Also die werde ich auf jeden Fall behalten. Ich habe sie mir noch in schwarz bestellt, aber die werde ich zurückschicken, weil ich habe, glaube ich, genug schwarze Taschen. Und auch einer meiner Lieblingsteilen von dem ASOS Haul ist diese rote, coole Tasche. Die habe ich Crossbody angezogen und die sitzt wirklich sehr gut. Ich finde, die schaut auch hochwertig aus. Die hat, glaube ich, 30 Euro gekostet. Finde ich total okay. Oder 33 Euro. Ich finde hier auch diesen Gurt sehr cool. Das ist ja eh jetzt modern, so ein bisschen weiter. Und so eine rote Tasche habe ich auch noch nicht. Man kann die, glaube ich, eher casual anziehen. Anstatt wie jetzt schicker, weil die halt diesen dicken Gurt hat. Die ist wirklich auch fest vom Material. Ich mag das sehr an Taschen, weil das halt irgendwo auch hochwertiger ausschaut. Da passt auch genug rein. Mein Geldbeutel passt rein, das ist das Wichtigste. Und das war auch schon mein letztes Teil von dem ganzen Haul. Also wie ihr sehen könnt, das war auf jeden Fall sehr Jeans-, Schuh- und Taschenlastig, der Haul. Also das gab es wirklich jetzt genug. Ich werde mir da auch jetzt nicht mehr kaufen, denke ich mal. Ich versuche mich zusammenzureißen, aber da waren wirklich so, so viele schöne Teile dabei, die ich euch unbedingt zeigen wollte. Und ich bin wirklich über jedes Teil happy. Ich kann es kaum erwarten, die alle anzuziehen. Auf meinem Blog findet ihr dann bald alle Sachen kombiniert und getragen. Da verlinke ich euch immer zu jedem Blogpost natürlich immer auch die getragenen Sachen. Da könnt ihr einfach drauf gehen und dann kommt ihr direkt zu den Klamotten. Aber die ganzen Teile, die ich heute in dem Haul erwähnt habe, findet ihr natürlich unten in der Infobox. Ich hoffe wie immer, dass dieser Haul euch gefallen hat. Wenn ja, gebt mir sehr gerne einen Daumen nach oben. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Und schreibt mir gerne unten in die Kommentare, welches euer Lieblingsteil war. Also meins war auf jeden Fall die peach-rosa-farbene Tasche von Dune übrigens. Ich habe, glaube ich, die Marke nicht erwähnt, aber wie gesagt, die findet ihr alle unten in der Infobox. Vielen, vielen Dank fürs Reinschauen und ich hoffe, wir sehen uns auch am Sonntag wieder, wenn mein nächstes Video online kommt. Also bis dahin, tschüss!